Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ni no Kuni 2. Beim letzten Mal haben wir angefangen, naja, Quests zu machen, zu leveln, den ganzen üblichen Mist. In der Zwischenzeit bin ich einmal durch den 10. Traumraum gerannt und ja, das Endergebnis davon war nicht viel. Diese Level habe ich eher dadurch, dass ich gegen die ganzen Wächter nochmal gekämpft habe, immer und immer wieder, mit dem neuen Versuch. Sie werden immer stärker. Sie fangen auf 50 an und gehen im 5er Schritt nach oben. Von daher ist das ganz praktisch, zum Leveln tatsächlich. Ansonsten hier habe ich eine Technik-Color für sie gefunden im Fernwehraum, in dem ich ja so gerne drin bin. Yay. Mal was du möchtest. Hauptsache die Quest ist weg. Vor allen Dingen, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Quest kriegen, ist es irgendwie komplett uninteressant. Aber egal! Ist fertig! Die erste zwei Rollen von den Dingern, ich habe 6 gefunden. Oder bekommen, oder wie auch immer. Thanks. Tücher auf the Götter. Na, perfekt. Die Quest auch erledigt. Ich bin so dankbar dafür. Ich danke meiner Mutti. Und allen anderen. Und ja, jetzt hat sie ein Königin-Outfit. Super. Crikey! Golly! Oh, flippin' heck! Ja, ne? Jetzt hat sie halt ein Kleid. Daumen hoch. Der Kanzler, das muss noch ein bisschen warten, da muss ich garantiert nochmal durch den Raum, aber die geschmackvollen Bänder habe ich schon mal. Also können wir Geralt auch was bringen, damit sein Muskelpartner mit seinen Muskeln kann und so. So. Ich habe fast falsch abgewogen. Na gut, da sind wir. Das Problem ist, die Dinger sind halt sehr random in dem Raum drin. Das macht halt nicht wirklich viel Spaß, da immer durchzurennen in der Hoffnung, dass ich was kriege. Zwei Herrscherknöpfe, habe ich die ja zufällig? Natürlich nicht. Okay, dann, wenn ich aber eh schon hier bin, ich wollte schon sagen, gut, das Spiel mal irgendwann in Fahrt kommt, könnte ich das auch mal machen, nämlich das Hotel bauen. Ich meine, all diese Items, die ich kriege, sind für fast nichts mehr gut. Das ist echt eine Tragödie, ist das eigentlich. Und da haben wir es. Der Hotelbesitzer. Kann man auch nicht erweitern. Ist fertig. Yay. Finde heraus, was er eigentlich im Schilde führt. Natürlich. Schleichwerbung. Ja. Oh Mann. Ja, ich bin jetzt Level 80. Meine Ausrüstung ist, ich sag mal, okay. Sie ist immer noch nicht das, was ich gerne hätte, sozusagen. Ich muss immer noch auf, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, Schnurrpferd, was auch immer. Jedenfalls den, Ich guck nach. Ich hier irgendwas laufen. Mietspert ist bald fertig. Sobald er fertig ist, kann er wegen Maurice und Mopsy und seinem Meister in roher Gewalt hier den letzten Rang machen. Hier warten wir auf Lucy, die ist zur Experte geworden, müsste aber eine Meisterin werden, also das dauert noch ein Weilchen. Ich könnte eigentlich auch hier meine anderen beiden Charaktere reinstecken, die gerade nicht arbeiten oder anderen frei oder wie auch immer. In der Hoffnung, dass die Erfahrungspunkte zumindest ein bisschen schneller starten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese extra XP darauf bezogen sind, dass arbeiten soll. Nein. Bin jetzt einfach nur blind. Wer ist nicht am Arbeiten? Du da. Da unten. Okay. Ob das darauf laufen soll, dass ich auf dem Kampffeld mehr Erfahrungspunkte kriege, was natürlich auch super wäre.
weil ich meiner Meinung nach immer zu wenig Erfahrungspunkte habe, wirklich immer zu wenig. Es kann nie genug Erfahrungspunkte geben. Komme ich hier durch zum Hotel? Ja, ich glaube schon. Mianton ist fertig, bei ihm habe ich alles gekocht. Da mal zwei, drei kleine Hinweise. Wo haben wir es? Nein. Nein. Die komische Brühe gibt's bei Buchwalter GmbH. Buchwalter GmbH heißt aber nicht beim Buchwalter selber, sondern bei dem Itemladen in Katzbuckel. Für diejenigen, die sich da holen möchten, um alles zu kochen. Die Würzsäure gibt es in Kuralando. Das ist der Itemladen in Quastenfloss. Ich glaube, das war's. Es gibt aber auch noch blauen Pfeffer, genau. Der blaue Pfeffer gibt's in Toolstars. Mac-Baum steht da aber tatsächlich mit dabei. Weil man ihn wohl da auch auf dem Boden finden kann. Warum man den benutzt, weiß ich nicht, aber man kann ihn da finden. So. Aber das halt nur mal so am Rande für diejenigen, die das weiter verfolgen möchten. So kann man da mehr Zeugs finden. Und jetzt stehe ich kurz vor der Platin-Trophäe, weil alles, was fehlt, ist noch ein paar goldene Kugeln von Remy Demi kriegen und ich glaube, alle Orbolisten finden. Beziehungsweise füttern, je nachdem. Das ist schon super. Im ewigen Garten, aha. Ja, ich höre, Hauptaufgabe. Was ist Sinn und Zweck dieses DLCs? Die Herzgenuffis finden. Okay. Natürlich sind die anders als normale Genuffis. Was geschieht, wenn man einen fürchterlichen Albtraum mit einem unbedarften Herzknuffi allein lässt? Wahrscheinlich frisst er den und der Herzknuffi hat keine Chance. What the flip? Aha. Du hast den Zauber Psychometrie gelernt. Aha. Ja, 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 ja. Als Belohnung würden wir ein heiliges Fläschchen kriegen. Okay. Cool. Ein kleines Häuschen ist dann Tante Martha. Aber gut, wenn ich Hinweise kriege, ist das okay. Und legendäre Nahkampfwaffen, sign me in, sozusagen. Ein Kolosseum, na super. Ja, ein Kolosseum läuft bei mir. Ich meine, das Positive ist, Bosse gehen normalerweise relativ schnell, je nach Level. Plus, ich kriege deutlich mehr Erfahrungspunkte, als wenn ich gegen ganz normale Gegner kämpfe. Das ist das eine Positive daran.
Aber, na, wir arbeiten dran und sterben ganz langsam im Inneren. Oder so ähnlich. Na wow, der Questmacher sagt mir sogar, es ist Tomatas Haus. Nicht, dass ich was dagegen habe. Sowas ist das immer so eine positive Hilfestellung oder so ähnlich, falls mal jemand wirklich nicht weiß, wovon die Rede ist. Aber wenn sie mir ein Rätsel geben oder zumindest sowas beschreiben, ein Ort, wo viele Naturgnuffis sind. Ich hätte der erste Gedanke war bei dem Gnuffi-Onkel im Wald, aber das war halt nicht der Fall. Alright. Aber naja. Du erhältst das Bild einer jungen Frau. Tante Martha. Wo sie noch nicht Tante Martha war, sondern heiße Martha oder so ähnlich. What the flip? Wieso? Eine junge Frau, das ist Tante Martha, Punkt. Was? Warum ist das überhaupt eine Fragestellung? Was ist das denn? Okay. Ist das normal? Soll das so sein? Oder ist das jetzt wegen dem DLC, dass eine Kopfbedeckung da ist und dann wieder weg ist? Ich weiß es nicht. Aber interessant. Gut. Probieren wir das mal aus. Ich bin ja gerade so Level 80. Die Quest ist auf Level 80 zugeschnitten. Ich habe versucht, mir einigermaßen gute Ausrüstung zusammenzulegen. Ich kann nicht mehr. Das klingt furchtbar, ich weiß, aber mein Gott, ich habe das Gefühl, ich habe Burnout von dem Spiel. Wow. Nicht, weil es schlecht ist, nur weil das Leveln irgendwie uninteressant ist. Das Sammeln von Items, weil das Problem beim Sammeln der Items ist die Tatsache, dass das RNG. Der ganze Traumraum ist RNG plus RNG, ob ich jetzt ein Item finde oder nicht, also das gute Item oder nicht. Ich kann ja auch wieder über so einen Punkt laufen und auf einmal finde ich Stein. Oder Sahne. Das ist, ne? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob ich wirklich durch diese Tür gehen sollte, aber sie leuchtet. Also dachte ich mir, gehen wir da mal rein. Kann aber sein, dass mich der magische Begleiter dann... Achso, ich muss, ja tatsächlich, ich muss mit dem Wegweiser sprechen. Ja, Zeit aufzuwachen und im Schlaf wieder trotzdem woanders hinzugehen. Also der Schlaf im Schlaf ist vorbei. So, hier bitte sehr. Jetzt leuchtet irgendeine Tür davon, wunderbar. Alright. Bin mal gespannt. Also, bin ich tatsächlich. Plus, wenn Herzknuffis jetzt echte Knuffis sind, die man dann auch wieder leveln kann, etc. Vielleicht gibt es ja da super krasse Mega-Knuffis. Nicht, dass ich erwarte, dass sie super krass und mega sind und ich damit das Spiel jetzt ohne Probleme durchspielen kann, aber die Idee dahinter ist ja ganz nett. Oh. Die Frau vom Foto, ja. Hey. Was? Ja gut, ich habe sie nicht einmal trainiert oder so. Ja, Lady Martha, oh mein Gott. What? Okay. Schön, dass die Charaktere das auch mal begriffen haben. Folge dem Besitzer der Erinnerung, ja klar. Wenigstens ist das hier kein Traumraum. Ich will keinen Traumraum mehr. Traumraum ist doof. Was zum Henker ist das für ein Item?
gut, aber wir haben ja auch gelernt, ich kriege hier relativ viele gute Items, aber das sind Items, die ich noch nie gelesen habe vorher. Eigentlich wollte ich den Typen dann nebenan reißen, also den da, aber hey, ist ja egal. Ne, ihr habt es ja beim letzten Mal schon gesehen, ich kriege relativ neue Items von denen oder auch so alles im Werffeldformat einmal durch die Gegend. Ich könnte allerdings, wenn ich jetzt eh nicht, zumindest nicht ganz so stark auf Leveln rumposaune, hier wieder einfach seltene Gegenstände und dann passt das. Und irgendwie habe ich mich jetzt gerade gedreht und wundere mich, wo es lang geht. Das reimt sich sogar. Yay. Das ist das, was ich meine. Man kann hier total abgefahrene Sachen finden. Oh, Kieselstein. Alright. Das klingt so ein bisschen so, als hätte in der Gegend, in der Martha jetzt wohnt, früher mehr Leute tatsächlich hier. Hier Nord aufgeschlagen, das sind komplett andere Items. Das heißt, für die Items, die ich gerade so gesehen finde, beziehungsweise für die Belohnung, die wir kriegen sollen, dieses legendäre Waffen und sowas, sind diese ganzen Items von Bedeutung, nehme ich mal leider, tatsächlich in dem Fall leider an. Aber das heißt für mich wieder, im schlimmsten Fall muss ich hier die ganze Zeit rumrennen, um hier die Items rauszuholen. Wobei, solange ich hier einigermaßen Fortschritt machen kann, mache ich lieber das hier als den Traumraum noch 18 Mal. Ja. Weil, wie gesagt, so toll sind die Traumräume dann eben nicht. Aber ja, Gruftenleder und sowas, das muss alles komplett rein DLC-Zeug sein. Aber ja, die Sache ist auch die, Roland hat halt gerade ein, ich glaube es heißt trotzdem billiges Dick-Core-Kettchen oder irgendwie so ein Mist an. Was ja eigentlich Erfahrungspunkte steigern soll, aber ihr merkt ja, ich krieg nicht so viel, dass ich jetzt sagen kann, bam, ne, ich alle 5 Sekunden hier Level up oder so. Ja, wenigstens haben die Luftpiraten sich mit den Worms gekebbelt, das stimmt wohl. Haben wir so halb selber mitgekriegt. Selbst Roboter haben die hier in diesen Traumräumen, meine Herren. Hier geht's. Aber ja, 2 Trophäen fehlen mir scheinbar noch für die Platin-Trophäe, und zwar die Orbulisken plus 50 goldene Kugeln von Rebby, den wir mal gekriegt haben. Das ist alles so ein Ding, was sich dann mit der Zeit ergibt, hoffe ich doch mal. Also plus die Orbulisten, die laufe ich tatsächlich auch mit euch ab. Ja, drakonische Schwingen, das ist ja irgendwie sinnvoll, dass jetzt hier so ein Ex-Wurm kommt. Ganz normal, eh. Könnt ihr was sagen oder? Nö. Oder vielleicht könnt ihr was sagen, aber interessiert mich noch gar nicht. Natürlich auch so eine Sache. Oh doch! Also so halb. Also wenn es schon weitergegangen ist, obwohl sie die Worms platt machen wollte und hier so viele Worms auf mich einpreschen, dann hat sie keinen guten Job gemacht, das möchte ich mal so gesagt haben. Das muss man ja einfach mal gesagt haben. Oh, es funktioniert auch, was willst du über mich erleben? Joa. Das ist übrigens tatsächlich die beste Waffe, die ich spielen konnte. Also die Schusswaffe da. Die braucht jetzt nur zu lange, um zu schießen, als dass sie wirklich von nutzen wäre. Aber der Punkt ist halt trotzdem, das ist die beste Schusswaffe, die ich tatsächlich herstellen konnte. Für Roland. Fand ich schon interessant. Dass wenigstens irgendwas aus diesem Traumraum funktioniert hat dann. Scheinbar von da drüben kommen sie her. Ich weiß ja nicht, was euer Problem ist, das zu sehen, aber hey.
Wobei ich auch nicht weiß, ob jetzt irgendwie der Raum, Plotz, was auch immer erfordert, dass ich diese Worms aus dem Himmel ballere, aber da kam ja dann trotzdem viele neue. Zumindest sah es gerade so aus, scheinbar. Ja, ne, weil das ist doch. Es sind so viele von denen, dass die müssen doch so gesehen endlich kommen oder so. Ich hab keine Ahnung. Kann mir auch eigentlich egal sein. Ich verkaufe weiter Items. Erfahrungspunkte. Tatsächlich hier durch die Menge, die schnelle Menge, relativ viele Erfahrungspunkte. Interessanterweise war ich begeistert. Er ist auf die Wolke gefallen, der arme Kerl. Ja, aber hab ich doch schon. Und dann kommen auf der Seite auch wieder neue. Was soll der Mist? Also es ist... Wenn er jetzt, wenn er so einen Satz sagt, dann muss es doch ein Survival of the Fittest Kampf hier sein, oder nicht? Ja, mal gucken, wer am meisten Kicko-Wormer erledigen kann. So nach dem Motto. Ich bin trotzdem sehr froh, wenn mal irgendwer mir eine goldene oder eine... Na, eigentlich die goldene Kugel, damit ich das irgendwann mal hinter mir habe. Zuwerfen würde, aber hey. Was nicht ist, ist nicht. Na, ja, habe ich jetzt so lange hier gekämpft und nicht eine goldene Kugel gekriegt. Ist doch eine Tragödie. In 18 Akten. Oder 15, weiß ich nicht, ich tipp mal, das waren 50 Worms oder... sowas um den Dreh. War schon ein Erlebnis für sich. Oder so ähnlich. So, jetzt sind wir in dem Windschlangenklippen, das erkenne ich. Einfach mal alle ausrotten, okay. Really? Shall we? Okay. Nächste Gebiet. Wahrscheinlich kommt dann auch gleich nochmal ein weiterer Kampf. Würde ich zumindest gerade arg drauf tippen. Aua. Also wenn ich demnächst nicht mal irgendwie eine Heilkugel finde, dann sollte ich mich... Nerviges kleines Sumsubienchen. Dann sollte ich mich gleich per se einfach so heilen, aber... mal gucken, wie es läuft, ne? Hallo, Ex-Worm. Tja, es kommt davon, wenn man eine Frau mit Knuffis ärgert. Ungefähr so, als würde man eine verrückte Katzenlady ärgern wollen. Keine gute Idee, sage ich euch. Keine gute Idee. Na, den da keine Idee. War das eine goldene? War das eine goldene? Ja, das ist halt so. Glaubt mir, auf goldene werde ich mich jetzt stürzen, in der Hoffnung, diese Trophäe zu kriegen. Aber wenn ich jetzt schon so viel Zeit in dieses Spiel investiere, dann werde ich natürlich auch versuchen, die Platin-Trophäe zu holen. Zumindest fürs normale Spiel. Bei den DLCs ist jetzt wieder die Sache, was ich für die DLCs machen muss. Das werden wir dann sehen. Aber ansonsten, ja. Oh, wow. Direkt bessere Items. Das ist ja unglaublich. Nebenbei, diese Items hier, hatte ich ganz vergessen damals, hätte ich in den Windschlangenklippen, ja, natürlich, bei dem fahrenden Händler kaufen können. Das sind einfach nur DLC-Waffen gewesen. Lovenstolz, Maragdklinge, Cutting Edge, der Jade-Degen, Feenglorie und die Piratenmachete. Die wären damals ganz gut gewesen. Ich habe sie komplett vergessen. Dementsprechend so gesehen auch komplett aus Versehen ignoriert.
Aber naja, sie sind da, sie sind einfach nur eine andere Version einer Waffe und sie sehen ein bisschen anders aus, aber das war's dann auch. Ich wollte es euch aber nicht vorenthalten, daher das kurze Einschiebchen da. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kämpfen die Gnuffis. Ich meine, die kann so tough sein, wie sie will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Gegner mit den Fingern gegen wir. Aber das heißt ja nichts, so weil ich es mir nicht vorstellen kann, ne? Gut, aber halten wir fest, die Waffen, die ich hier tatsächlich bekomme, sind gar nicht mal so schlecht. Um nicht zu sagen, sie sind sogar ganz gut. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache, das gefällt mir. Ich meine, kein Wunder, ne, dass ich sage, mir gefällt das. Ich habe super viel Zeit darauf verwendet, Waffen zu farmen und jetzt krieg ich halt gesagt, hier, guck mal, spiel den DLC, kriegst du super Waffen. So, ja, na, dann spiele ich den DLC und kriege super Waffen. Das ist nur fair. Oder so ähnlich. Abgesehen natürlich davon, dass ich versuche, mir hier Waffen zu erspielen und dann komme ich einmal in diesen Raum hier rein und das Ding sagt mir, weißt du was, hier... Da hast du gutes Zeug, streng dich nicht so an, mach dich nicht kaputt, Junge. Du hast noch Arbeit vor dir, ne? Wir brauchen dich noch oder so. Danke, Susi! Moment mal, sie war mal richtig cool. Also wenn das so stimmt, was sie da sagt, dann entweder erlebt sie gerade den Traum und kriegt so mit, wie ihre Oma mal drauf war. Oder ich habe keine Ahnung, warum sie das in dieser in diesem Prätenz sagt. Ich weiß es nicht. Mehr Worms? Ja, nur dass es diesmal die dunklen Worms sind. Die wormigen Worms. Lass mal sehen. Dann kann ich das da wieder einfach mal machen. Hätte ich eigentlich beim ersten Mal auch machen können, aber da habe ich irgendwie nur gedacht, es kommen 5 Worms oder was und das war's. Hier, machen wir diesmal nicht diesen Fehler. Und kämpfen zumindest mit voller Stärke. Ja, das wollte ich gerne sehen. Das ist Worms. Erst Martha. Und dann die Welt! Ich meine, und dann wir, ja, genau. Ja, in der Theorie sind Worms schon eine Landfrage, das ist wohl richtig. Aber dann wiederum. Wir kommen hier rein. Die Worms haben uns nichts getan und dann verprügeln wir sie. Ist theoretisch auch nicht so nett, aber naja. Ich hinterfrag das gar nicht mehr. Ich mache einfach. So, dann kommt er noch, dass ich jetzt anfange, hier alles zu hinterfragen. Bin ich noch in Jahren beschäftigt. Hammer. Ja, Remi Demi. Ich versuche gleich wieder Leute aus dem Himmel zu ballern. Wenn es dir besser geht. Ohne Witz! Dieser Traumraum, der zum Leveln dienen soll, ist so uninteressant. Und dann kommt man hier hin und hat einen DLC und das läuft dann. Muss ich nicht verstehen. Will ich auch irgendwie nicht verstehen. So langsam bin ich irgendwie ein bisschen angepisst, was das angeht. So, was haben die sich dabei gedacht? Warum geben die hier so viele Erfahrungspunkte? Was ist der Sinn meines Lebens? Sozusagen, ich will jetzt nicht übertreiben, aber... Es ist halt trotzdem schon tatsächlich, ich verstehe nicht, warum es diesen Fernwehraum gibt mit seinen Gegnern, die bis zu Level 100 irgendwann gehen. Plus je nachdem, wie hoch die Gefahrenstufe ist. Und dann kommen wir hier hin, die Gegner sind vom Level her schwächer, geben aber mindestens genauso viele Erfahrungspunkte, noch mehr. Und momentan einfacher zu kämpfen als das, was wir vorher gemacht haben, vielleicht zumindest im Traumraum. Sie geben bessere Ausrüstung als in dem Traumraum. Gut, das ist dann aber wieder dem DLC geschuldet, das ist klar. Aber trotzdem! Das kann's doch nicht sein! Das Balancing ist total bescheiden. Naja, egal. Das ist jetzt nur mal so am Rande. Ich find's ein bisschen komisch. Aber ich nehm's so hin. Ihr seht ja, ich bin jetzt fast schon wieder ein Level aufgestiegen. Nur in diesem einen Kampf hier. Und
Das ist halt tatsächlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr schön für mich natürlich. Wenn jetzt allerdings auch die Schusswaffe besser ist, obwohl ich die beste Schusswaffe hergestellt habe, dann würde ich am liebsten in mein Mikro beißen oder so ähnlich. Goldene Kugel, meine, wunderbar. Ja, eigentlich ist so eine goldene Kugel der Freischein dafür, dass ich einfach alles anschießen kann, ne? Wie man gerade gesehen hat, weil prinzipiell stört sich da keiner dran. Gut. Auch erledigt. Und ja, wir machen diesen ersten Herzknuffi in diesem einen Video. Das Video ist jetzt wieder eh viel zu lang. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange aufnehmen heute. Aber naja, wenn wir jetzt in den Windschlangenklippen waren, sollten wir ja jetzt im Nest landen, nehme ich an. Das würde zumindest Sinn machen. Zumal wir jetzt, ich wollte schon sagen, zumal wir jetzt jeden Worm gesehen haben müssen. What? Right. Mit dem Kingo Worm. Wirklich. Hey! Huh. Jojo, machen wir. Kein Ding. Ah, eine neue Geheimtechnik. Martha Martial. Oder Martial? Marshall. Naja. Interessant. Aha. Also eine Genki-Dama, nur mit super tollem Grinsegesicht. Alright. Faszinierend. Also Geheimtechniken habe ich bisher noch nicht einmal eingesetzt, aber die Idee ist sehr interessant. Ist der Raum auf einmal größer? Ein bisschen. Au. Moin, cooles. Der starke Mann. Das Einzige, was ich an dieser Technik von Roland nicht mag, ist die Schläge, die locken tatsächlich Gegner in der Bewegung ein, aber es ist tatsächlich auch so, dass sobald er dann in den Schussmodus wechselt, also dann nur noch umgeballert wird, die Gegner dann meistens loskommen und irgendein Mist machen. Kingo Worm, Kingo Worm. Macht was immer ein Kingo Worm macht? So, dann will ich einmal gucken, wenn ich jetzt schon wieder, ja. Ganzen Todbringer, alles bessere Waffen als das, was ich vorher hatte. Das bleibt jedenfalls, das bleibt jedenfalls, das ist okay, damit kann ich leben, da kommt eine neue Axt mit rein, ist in Ordnung. Okay. Rüstung bleibt tatsächlich auch erstmal im Großen und Ganzen so und die Slipper habe ich tatsächlich aus dem Fernwehraum. Das passt. Das ist schön. So. Jetzt, du bist halt ein großer King of Worm. Oder Worm im Allgemeinen. Achso, so. Es tut mir leid, du hast geredet. Woher sollte ich das wissen? Damn. Hätte ich das gewusst, hätte ich den Text jetzt nicht übersprungen. Darum geht's mir. Aber hätte ich wissen sollen, dass gerade der auf einmal anfängt zu reden. Die ganzen anderen war auch ziemlich egal. Und er will auf einmal reden. Er hat Redebedarf. Wollte eigentlich ja nicht vorbei, aber naja. Aber ja, das ist das, was ich gerade so ein bisschen interessant finde. Der Große heißt Kingo Worm und der Kleine heißt... Aha, Kingo Worm. Alle sind Kingo Worm. Du bist ein Kingo Worm. Er ist ein Kingo Worm. Wir alle sind Kingo. Könnte der mal aufhören, mich von hinten anzuschießen? Ich
meine, nein, können sie nicht, weil sie alle da sind und so, aber trotzdem, verdammt nochmal. Ja, der mag mich so sehr, dass er mir hinterher rennt, wie nervig. Ich kann mich heilen hier. Ich frag mich zwar, warum er es größtenteils auf mich abgesehen hat, weil so toll bin ich jetzt auch nicht. Aber danke. Okay. Ich bin natürlich sehr froh, oder wäre ich sehr froh, wenn wir. Was meint ihr, wieder zu gut drücken? Aber da seht ihr, was ich meine, die Schläge locken ihn gerne, der Rest der Lebenszeit nicht so. Wäre ich sehr froh, wenn wir nur bei den Kingo-Worm bleiben würden, weil der hält ja auch schon einiges aus. Das ist jetzt kein Kampf, den ich gerade aufgeben würde, weil er was aushält, nicht so wie die anderen, weil die anderen halt nicht so viel aus. Dass das überhaupt keinen Spaß macht gerade LP-technisch, habt ihr ja gesehen hier, Ratonio und der große Robotector 2000 X und so, ne? Das war dann halt schon zu viel, das hier ist machbar. Ich habe nichts dagegen, wenn Kämpfe sich diskutieren, weil das sind Bosskämpfe, das ist normal. Das war auch benannt. Also das Kämpfe ein bisschen... dem wehtun und so, ist alles normal. Kann ich mitnehmen. Goldene Sphäre von Remy, der mir wäre übrigens cool. Aber, ne. Das sag ich auch nur wieder, weil ich unbedingt diese Trophäe habe. Bin ja zumindest ehrlich, muss das zugeben. So, die Trophäe, die hätte ich schon ganz gerne dann. Aber dafür muss Remy, der mir erstmal zuschlagen. Naja, er hat jedenfalls verloren. Ich weiß nicht, warum er sich die ganze Zeit... Stun locken lässt der arme Kerl, aber. Sollte mich nur nicht unbedingt in ihn rein. Rollen, wenn er da loslegt mit dem enormen Schaden. Die anderen sterben einfach. Das ist okay. Ein bisschen Solidarität am Ende, das ist schon eine gute Sache. Das war dann also der Albtraum. Oder wie sehe ich das? Oder ein Teil des Albtraums? Ich bin mir da nicht sicher. Herzknuffi. Oh, interessant. Ist das der Herzknuffi? Muti Muti. Ferdinuff der Mutige. Also, sie hatte keinen Mut mehr? Oder habe ich jetzt einfach nur Mut gerettet? Personifizierter Form? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Aha. Oh, wow, wow. Aha. Denn sie konnte Gnuffis sehen. Und dann begann seine Meuterei. What? Faszinierend. Interessant. Sie war mal ein Waisenkind und dann hat sie Luftpiraten erledigt. Und dann kamen die Worms, das macht Sinn, ja. Killertruppe der Gnuffis, ja. Lady Martha. Aber das wurden dann extrem taffe Gnuffis oder so. Ah. Ein ungeheuer Gnuffi.
Verstehe. Hallo? Bestimmt nicht, aber das passt schon. Ego. Ja. Yes. Ausgezeichnet. Ich brauche sowieso einen Feuer-Gnuffi. Den nehme ich. Warum ich das sage, ganz einfach. Für die Präsidentenrolle. So ein Feuer-Gnuffi ist schon eine gute Sache. Morgen. Ja, 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 ja. Ich verstehe immer noch nichts. Mitnichten. Nein, keine Ahnung. Oh my. What the flip? Gedankenschlüssel. Wächterstätte. Ganz tief unten. Interessant. Level 90. Ja gut, Level 90 könnte wieder gefährlicher werden, aber immerhin haben wir Fertigung gekriegt. Plus legendäre Waffen. Jetzt bin ich mal gespannt. Legendäre Waffen. Ob da irgendwas bei rumkommt, wo ich sage, yo, das möchte ich und kann ich herstellen. Wahrscheinlich kann ich wieder gar nichts herstellen. Aber wenn, wäre schön. Wenn, wäre sehr schön. Plus, ich konnte halt relativ gut da drin leveln. Das fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Gucken wir mal. Der Luxushammer. Ja gut, ich krieg haufenweise Zeugs von denen. Und, ne? 660, wobei ich keine Ahnung habe, was Fass heißt. Naskar-Relikte. Fass. Aha. Interessant. Also wir haben den Luxushammer, die Lanze des Misstrauens und die Klinge des Verrats. Wow. Ja, irgendwann können wir sie herstellen. Momentan hänge ich noch auf dem Pulsator und ihr seht eigentlich, Morgenröte war diese legendäre Waffe. Die ist dann theoretisch direkt, ne? Weg damit, brauchen wir nicht mehr, wieder was anderes da rein. Das ist schon sehr unterhaltsam. Ansonsten, wie gesagt, die UV-Kanone. Na gut. Das war dann jedenfalls das. Und was die Gnuffis angeht, ich meine, ihr seht, mir fehlen jetzt hier teilweise nur noch so diese äußerst seltenen, wo ich aber auch wieder äußerst seltene Materialien für brauche. Was ja sowieso dann immer richtig Spaß macht. Ne, Luminärz, wo ich Glück haben muss, das zu finden und solche Sachen. Sind halt so die eine Sache. Und zum anderen hätten wir dann natürlich jetzt... Moment, wieso ist das hier so komisch durcheinander? Ich weiß es auch nicht. Kann ich mal in einer Reihenfolge sein? Das hier ist Ferdi. Nuff, der Mutige. Nuffi-Tricks werden besser.
Kurzfristig die Angriffe eines verbündeten Grillsaison. Dann möchte Feuerkugel. Röstet alles. So, und bei ihm ist, er mag Erze. Also könnte ich ihm zum Beispiel Marmorerz geben und zwar so viele wie ich kann. Von mir aus 30. Jetzt hat er Level 10. Und besser wird er nicht. Also Level 10, jetzt ist er der stärkste Knuffi, der er sein kann. Und ich werde ihn wahrscheinlich mit ins Team nehmen. Moment, du hast eine Sidequest, habe ich das jetzt richtig gesehen? Hast du gerade eine Sidequest? Warum hast du jetzt eine Sidequest? Okay, cool. Ja, nehme ich. Vielen Dank. Ja, das haben wir. Magischer Begleiter, Bauplan, Kampf-Equalizer. Was ist denn das Ding? Ich bin mir nicht sicher, wo das Ding jetzt abgeblieben ist. Aber doch, da war sie doch gerade. Die weiteren geheimnisvollen Kräfte. Ja, wie gesagt, ich werde mir jetzt ein Nuffi-Team zusammenstellen. Wahrscheinlich rund um ihn hier. Ihr seht, er kann 10 Knuffis dabei haben. 10 Knuffis! Yeah! Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ni No Kuni 2. Oh, sie hat auch eine Quest. Oder zumindest wird uns was geben. Okay. Auch eine Geheimfibel. Gut. Mir wurde gesagt, es gäbe einen Gegner in der Katalysation, der mir relativ gut beim Leveln helfen sollte. Und damit meine ich sowas von Level 80 auf 100 bringen. Aber wir sind Level 83 und damit habe ich ja mehr oder minder meine Probleme, habe ich ja schon mal erwähnt. Sieht so ein bisschen so aus, als wäre das dann einfacher, wenn ich... Also, falls ich da noch raus darf. Wenn ich das nicht mehr darf, ist das natürlich ein Problem. Dann muss ich die ganzen Bücher durchgehen. Aber ansonsten, einmal dahin laufen und gut ist. Ich glaube ja. Und zwar wäre hier ein feenbesessenes Monster, bei dem man sich mehr auf die Ads konzentrieren soll, denn die Ads geben mehr Erfahrungspunkte als natürlich normale Monster, ist klar, zählt als Bossgegner. Und so könnte man relativ gut leveln. Zumindest ist das der Plan. Wenn es zu schwierig wird, soll ich, oder wenn es zu hart wird, soll ich einfach gehen, aber das würde es machen. Level 79 ist das Viech selber. Sieht aus, als wäre es der Bossgegner 2.0. Maximal. Minimal, maximal, maximal. Also theoretisch warte ich gerade nur darauf, dass wir irgendwie seine Ads kommen, aber naja. Au! Ich sehe schon, warum es sein kann, dass ich gehen sollte, weil das tut verdammt weh. Nach hier wieder, das Balancing ist merkwürdig im Spiel, finde ich. Das sind Gegner, die sind... Könntest du aufhören, Roland? Danke sehr. Ja. Okay, ich meine, zuhauen kannst du noch, aber bringt dann nichts. Ich warte halt immer noch auf die Ads jetzt, wie gesagt, aber hey. Ich meine, das ist mein kleiner, super stark geleveter Knuffi, der macht da schon schön Schaden, so ist er nicht. Aber Mann. Wo bleiben die Ads? Gibt's hier überhaupt Ads? Sich gerade witzig, dem Scheiß immer auszuweichen hier. Nur mal so am Rande hier. Ah.
Ich warte auf Ads. Ich sehe keine Ads. Ich sehe nur, dass das Ding hier nervig ist. Ah, da sind Ads. Guck an. Die auch verdammt viel einstecken können, wie es aussieht. Aber hey, das sind Ads. Dass sie so viel einstecken können, dass ich drauf gehe. Aber es sind Ads! Ja. Ja, das würde fast erklären, wieso diese Ads dann tatsächlich Erfahrungspunkte geben, weil ich elendig lange brauche, um sie zu verprügeln allein schon, aber okay, macht Sinn. Also in gewisser Weise. Toll finde ich das trotzdem nicht, weil sie tatsächlich viel Schaden fressen, aber hey. Plus, ich muss die ganze Zeit aufpassen, wer was hier macht, aber in der Theorie ist das gut möglich. Ja, ja, tatsächlich. Wow. Ja, Doppelkombo da. Alter Falter. Ich verstehe Sinn und Zweck dahinter, tut aber verdammt weh. Und je mehr sie rufen, desto schlimmer wird es. Okay, verstehe auch, warum man mir dann sagt, ja, dann hau lieber ab, weil das ist, ne? Drei von denen, die da irgendwie durch die Gegend ballern, und zwar relativ schnell durch die Gegend ballern, das kommt auch nochmal dazu. Plus die große Mama, die irgendwie da durch die Gegend ballert. Nicht cool. Aua. Aber ich schätze mal, dann werde ich tatsächlich hier leveln. Also in der Hoffnung, dass ich dann auch mal, bisschen länger überlebe. Plus ich kann dann immer wieder rausgehen, mir Heil-Items besorgen, bla bla bla, ne? Aber mal. Ich meine, das stimmt schon, wir sind jetzt von Level. Ich habe mit 83 Roland angefangen. Wir sind also. Denn jetzt auf 83 gestartet und jetzt bin ich Level 85. Das ist schon eine Verbesserung. Es tut halt nur alles so sehr weh, dass das nicht wirklich aua witzig ist. Meine Phoenix-Tränen werde ich zum Beispiel auch nicht verwenden. Das heißt, hier ist jetzt in dem Sinne für mich Schluss, weil das kostet mir sonst zu viel Ressourcen. Aber es funktioniert, theoretisch. Also danke an Fan für den Hinweis. Wobei das immer noch relativ langsam geht, aber hey. Ach, goldene Kugel brauche ich für Trophäe, Gefährten an den Badges. Nach wie vor frage ich mich bei sowas, was sie sich beim Balancing gedacht haben. Weil ganz ehrlich, das Viech ist Level 79, ich mache kaum Schaden, habe Waffen aus dem DLC. Ja, ist total sinnvoll und so, ne? Achso, wird vielleicht praktischer, wenn ich andersrum gehe, damit ich da hinten komme, aber egal, weiß ich so, wenn überhaupt. Ja, das mache ich jetzt ein Weilchen und dann sehen wir uns wieder mit einem höheren Level. Vielleicht schaffe ich es dann sogar irgendwann mal dieses Viech da umzumieten, aber das bezweifle ich irgendwie gerade ganz extrem. Bis gleich! Thank you.